große Verantwortung liegt nun auf Ihren Schultern. Sie müssen die Luftwaffe vom Grunde auf umkrempeln. Nimm's zur Not aus den abgestellten Fahrzeugen, die braucht eh keiner mehr. Ihr Ansuchen, Berlin zu verlassen, ist ganz und gar unakzeptabel. Heute bin ich nur angekommen, sage, bin ich zu spät. Göring, was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Und also nur ganz kurz her, um zu sagen, dass er eigentlich in Süddeutschland dringend gebraucht wird. Albert, das war ein Befehl! Der Angriff steigert war ein Befehl! Fehlerei! Darin! Aber dafür müsste man ihn an die Wand stellen! Albert, ich bin wieder okay! I'm fine with Jerry, my life! We will not stand with Jerry! Ach, Unsinn! Albert! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht. Da war es nicht Lust! Da war es nicht Lust! Da war es nicht Lust! All die anderen, ja! If the war is Lust, if it's a German Lust! Ja, vielleicht schon dort! Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee im Kehrt machen! Dann entblößen wir die Westfront. Haben Sie noch Zweifel an einem Befehl? Ich glaube! Ich habe mich klar genug ausgedrückt! Mein Führer, wenn Sie diese Pläne verwirklichen wollen, dann sollten Sie Berlin verlassen. Holen Sie mir, Fegelein! Wie bitte? Nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Na prächtig, und wenn er sich gefangen hat, wie geht's dann weiter? Fegelein! Nur wenn Sie den Heldentod sterben wollen. Ich will sofort zum Bericht! Fegelein! Sofort! Zu viel! Zusammenreißen! Es ist mein Wille! Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Very interesting. Der Russe steckt 12 Kilometer vom Stadtkern! Das hat er mir gleich in die Linie! Und ich erfahre das sozusagen auf Nachfrage! Göring. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Schandtaten! Widerstand in den Weg gelegt! Ich will sofort zum Bericht! Das ist der schlimmste Verrat von allen! Unberechenbare Künstler! Alle die anderen, ja! Darin! Hallo. Die Russen sollen eine Eisenbahnbrücke über die Oder haben. Nein, ich bin in Wildpark Werder. Von vor kommt der Beschuss. Der Divisionsgefechtsstand der Flak am Zoben gemeldet, dass es sich hier um Geschütze nur des Kalibers 10 bis 12 Zentimeter handelt. Die russische Batterie ist bei Marzahn in Stellung gegangen. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Ist der Russe schon so nah? Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Dieser Versager, dieser Schmarotz. Ein paar Vanille Vollbeats! Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Fähig. Um sich zu autorisieren, behauptet er, ich wäre krank! Ist das Feiglinge, Verräter, Versager! Die Generalität ist das Geschmeiß des deutschen Volkes! Sie sind da! Niederträchtiger, treuloser Feigling! Du musst ohne Ehre! Feigelei! Es steht, wir können nicht kapitulieren. Das wäre niemals im Sinne des Führers. Ja, ich hatte recht, ihn nicht in meine Pläne einzuweihen. Enk hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Zugleich falle ich dem Russen mit 3 Armeen, die bei Prag bereitstehen. In den Rücken. Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden. Es wurde ein ungeheurer Verrat geübt am deutschen Volke. Aber alle diese Verräter werden bezahlen. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen. Sie werden es saufen in ihrem eigenen Blut. Ja! Die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Ich hätte gut daran getan! Vollbeats! Was ich meine Eltern noch am Jolico conmigo, ne? Ich will nicht mehr.